heute, so, ich zeige euch einmal mein Einschlichtsystem. Ich mache das jetzt nach der Nummer da. Jetzt, dass man das jetzt nicht so sieht, ich habe leider Backpapier drüber geben müssen. Ich mache es nach der Legende da, weil es ist leider keine Liste dabei, gar nichts. Ich schreibe mir da jetzt so den Namen auf von dem Bild. Das heißt, das ist der Eiffelturm. Schreibt dazu, dass es von Amazon ist. Dass ihr sehen könnt, so mache ich das. Schreibe mal die Nummer dazu, die E7. 5, 3, dann die Größe ist 30 mal 40, so mache ich das, dann schreibe ich noch die Nummern auf von 1 bis 20. Und um 6er gebe ich einen Punkt, weil ich ja einen 9er dabei habe, dass ich die nicht vertausche. Also ein bisschen am Platz. Und dann die nächste Nummer. Das heißt, 21 muss ich nochmal einen Platz lassen. Ja, dann unter die Ziffern, also dass ihr das nochmal seht, die Zahl aufgeschrieben von 1 bis 21. Unter die Ziffern mache ich das Symbol hin, das heißt, V ist 1. A ist 2, O ist 3, L ist 4, J ist 5, 6 ist N, 7 ist P, 8 ist G, 9 ist weiches B, 10 ist T, 11 ist F, 12 ist W, 13 ist C, 14 ist D, 15 ist E, 16 ist H, 17 ist S, jetzt müssen wir so aufpassen, weil S und 5 ist immer gleich, U ist 18, 19 ist R, 20 ist M und 21 ist K. So mache ich das. Dann mache ich den Stift zu. Schneiden wir es noch zu. Das muss ich auch noch schön machen. Dann habe ich so ein IKEA-Sackerl. Da kommt das rein. Ja, das ist mein System, wie ich das mache. Dass ich immer weiß, welches Bild wohin kann, also welche Steine wohin kann.
was für ein Bild das ist. Da habe ich mir jetzt schon die Gläser hergerichtet. Das mache ich mit den Gläsern selber. Und gut die Farben auf die Karte. Da schreibe ich dann das auch drauf. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, das ist kurz, Fehler gemacht. Schreibt man immer dazu, was das ist. Muss ich mal mitgeben. So, Eiffelturm. Eins. So mache ich das halt die ganze Zeit. Das richte ich mal für die Sackeln her. Für die sind's. Für die da. Da gebe ich es dann rein. Es dauert jetzt ein bisschen länger. Ich mache dann noch ein extra Video. Ich glaube, das dauert zu lange. Bis später.